Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs und heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es um ein paar Kisten gehen, die wir hier aus der Garnison besorgen können. Und zwar sind es nicht die Angelkisten, die ich ja letztens schon angefangen habe aufzumachen, sondern eine andere Art. Wir haben einmal hier große Kiste mit Bergungsgut. Und aus dieser großen Kiste mit Bergungsgut können wir einiges an Temok rausziehen und ich hoffe, dass ich da ein wenig Glück habe. Wie sieht es aus? Wo kriegen wir das her? Wir müssen erstmal eine Garnison ein bisschen aufbauen und dann brauchen wir ein bestimmtes Gebäude. Das ist hier einmal die Wiederverwertung, so rum. Und mit dieser Wiederverwertung, wenn wir die upgraden, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei 2 oder 3 ist, ich habe es mal sicherheitsweise auf 3 abgegradet, kriegen wir diese großen Kisten. Es gibt auch so ein paar kleine Säcke, das sind die hier, Sack mit Bergungsgut, da droppt aber kein Temok raus, deswegen sind die relativ uninteressant. Und ja, wie gibt es dann die Kisten? Wir brauchen halt dieses Wiederverwertungsgebäude. Und wenn wir das einmal hier gebastelt haben, dann müssen wir einfach Missionen abschließen. Und wenn wir Missionen abschließen, dann gibt es teilweise die kleinen Säcke dazu. Oder wenn wir ein bisschen Glück haben, gibt es dann die großen Kisten. Ich habe jetzt schon ein paar gefarmt und ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar von diesen Dingern auf. Und ich hoffe, dass das ein oder andere, was ich brauchen kann, wir einmal rauskriegen. Die Geschichte ist, früher hatten diese Säcke alles Mögliche drin, da gab es da teilweise sogar rausgepatchte Items und man konnte dann einen Haufen Gold machen, da kursieren immer noch das ein oder andere im AHA. Mittlerweile hat Blizzard das leider ein bisschen geändert, da gibt es jetzt nicht mehr so krassen BOE-Loot, aber es gibt für jede Klasse quasi so eine Art Set, was man da sich holen kann. Ihr seht, das ist wirklich klassenspezifisch, das ist jetzt hier nur Jäger, das sind sowohl Rüstungsteile als auch Waffen. Und einige Klassen fehlen mir noch und ich dachte mir, komm, jetzt farmst du hier so ein bisschen die Kisten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, machen wir auf und schauen mal, 20 Kisten. Gut, in der ersten Kiste waren Garnisonsressourcen drin. Nochmal, es gibt hier auch so ein bisschen diese Rüstung raus. So verkehrt ist die jetzt tatsächlich nicht, denn mit dieser Rüstung kann man seine NPCs upgraden, die man losschickt auf Missionen. Und umso weiter die abgegradet haben, man die abgegradet hat, umso stärker werden die halt. Man kann schwere Missionen machen und mir scheint so, dass auf den höheren Missionen tatsächlich man mehr von diesen großen Kisten kriegt. Ich habe jetzt gerade ein Temok-Teil gekriegt beim Hexer, auf dem ich hier gerade bin, brauche ich noch ein zweites. Ich hoffe, das kriege ich auch noch raus. Ihr seht, 3 Temok-Dinger haben wir jetzt schon bekommen. Eins habe ich noch gebraucht davon. Nochmal eine Rüstung. Oh fuck, habe ich das Pet gelernt? Das wollte ich nicht. So, okay, das letzte. Naja, zumindest eins, was ich noch gebraucht habe. Und jetzt ist noch eine Geschichte offen, und zwar die Hosen. Und ja, ich denke mal, da werden wir jetzt demnächst nochmal ein paar Kisten aufmachen. Und ich hoffe, das kriege ich auch noch. Bei den anderen Charts bin ich auch schon ein bisschen am Farmen. Aber beim Hexer habe ich mittlerweile am meisten Kisten zusammengefarmt. Dann verabschiede ich mich an der Stelle und wir sehen uns gerne beim nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.